Station. Und mit den Gefechtsstationen einen wunderschönen guten Tag in die Let's Play World of Warships Welt. Und der Scharnost heute, der Captain Obvious, hat heute das Ganze hier eingesandt. Und der ist hier laut hier. 7, 8 und 9er haben wir hier am Start. Also von dem her einiges dabei. Aber die Scharnost ist einfach ein wunderbares Schiff, das ich immer mal wieder gerne ansehe. Hier haben wir die ersten 3 Treffer schon rausfliegen sehen. Aber 2280 Schaden haben wir nicht wirklich viel verpasst auf die Mars. Bleibt auch erstmal mit AP hier drauf. Das klassische Vorgeplänkel erstmal auf lange Distanz natürlich hier. Aber mit den 2500 Damage hat das gerade. So, die Tierpilz, aber mal schauen, ob die Tierpilz auf ihn da schlimmer einwirken kann. Ja, so ein bisschen. Hat auf jeden Fall schon was gekostet, aber jetzt schauen wir mal die Gegenantwort. Die schauen nicht schlecht aus. Ja, und da hat er mal wenigstens 7500 Damage gemacht, also seine aktuelle Zahl schon mal verdoppelt. Aber wir sehen, der Gegner, der hat ihn hier schon als Ziel erkannt und da kommt schon einiges immer rüber geflogen. Er ist hier in der Division unterwegs mit seinem Mate, einem Flugzeugträger. Also der kann ihn da aus der Luft ein bisschen unterstützen, das ist schon mal sehr angenehm, dass man da mal weiß, jo. Aber wir sehen, der hat da einige Flieger fallen lassen müssen. Und die Torps, die schauen auch nicht wirklich gut aus. Das war mal ein Satz mit X. Denn die gehen ganz schlecht daneben. Jäger in der Luft. Auch die Mars wieder jetzt hier nah dran, nah mit 12 Kilometern, aber wenigstens gut beschießbar und ja, 6300 Schaden, das ist mehr als ich da jetzt erwartet hätte, hat er fein gemacht. Aktuell das Game selber ist noch sehr ausgeglichen. Beide Seiten, noch alle Schiffe am Start. Es gab noch nicht mal den First Kill und das nach fast schon 5 Minuten. Aber die Mars, wollte gerade sagen, die dürfte es nicht mehr lang machen. Und da ist er auch schon raus von der Atago zerstört. Und damit gehen sie jetzt deutlich mehr in Führung. Denn ein Schiff haben sie mehr und sie haben auch 2 Caps. Das ist sehr wichtig. Die Gneisenau da 7500 Schaden, also das ist so scheinbar gerade die Damage-Anzahl, wo er sich wohlfühlt. Jetzt hat er hier die Fahrt ordentlich verlangsamt. Da hat er schön die Schüsse gebaitet sozusagen des Gegners. Hat man gut gesehen, wie die ins Wasser gegangen sind. Aber sein Schaden, der ist noch so ein bisschen mehr könnte sein. Also noch rennt er dem Damage ein bisschen hinterher, aber ich verspreche euch, da
geht noch was. Und da kommt auch noch was. Nicht, dass ihr denkt, ich lasse euch hier mit dem Damage so dann in Ruhe. Aber auch die 5000 auf die Rohen. Naja, so semi. Semi viel. Sein Flugzeugträger hat sich da gut mit verlegt, also ist jetzt da auf dem C-Cap. Also da sollte dem Träger erstmal kein Ungemach drohen. Der Wirbelsturm, 27 Kilometer, kommt näher. Katapultjäger in der Luft. Ja, die Tops, die braucht er nicht anwählen. Da ist noch einiges, was da ins Land gehen muss. Und hier endlich mal eine Zitadelle und da knapp 11.000 Schaden rausbekommen. Die Kutuzov, die ist hier, ja, sehr interessant aufgelaufen, würde ich sagen. Und da sollte noch eine Salve, sollte noch gut sich rausgehen. Ist auch eine schöne Distanz, 11 Kilometer. Ja, aber hier leider nicht so ein dicker Brocken an Damage dabei. Atago. Ah, die schauen nicht schlecht aus. Aber auch wieder 3000. Also, na, so semi-optimal bis dato. Der Wirbelsturm jetzt bei 8 Kilometer, also da ist das jetzt schon eine ganz andere Hausnummer mittlerweile. Jetzt aber vielleicht mit der New Orleans hier mal so ein richtig, komm mal, Junge, zeig uns mal so einen richtig satten. Oder die Kutuzov, scheißegal, mach einen weg, komm. Mann, das gibt's doch nicht, 4000 Damage, sehr lax. Aber jetzt hat er auf jeden Fall mal 3 Schiffe. Also jetzt kann man nicht sagen, es wird ihm jetzt langweilig. So, jetzt hat er einen Hauptturm vorne kritisch. Jetzt will er da für die New Orleans da drüben gehen. Denkt sich, ja, scheiß auf die Kutuzov. Aber jetzt endlich die Zitadelle. Wichtiger Kill, dass der ihn auch jetzt nicht umfährt. Der Turm vorne immer noch kaputt. Deswegen kann er jetzt nur mit einem drauf schießen. Die Torps hier im Wasser treffen ihn aber nicht. Er konnte jetzt auch einen Brand mit seinen Sekundären anstellen. Jetzt geht er für die Tierpits. Und dahinter kommt nochmal ein Friedrich der Große. Haller die Waldfee. Was hat er denn, in welches Wespennest hat er denn jetzt gestochen? Von, es ist total langweilig, zu Heidewitzka. Was passiert hier denn jetzt? Ist da alles dabei? So, auf die Kutuzov, da wartet er lange drauf, bis er schießt. 6.500 Damage. Nochmal eine Salve. 800 hat er noch. Die Tierpits. Tierpits, auch die Torpits genannt. Auch da muss man aufpassen, dass die hier die Tops nicht platziert. Und oh, die sind schon unterwegs. Da ist er noch. Ah, da wird ihn. Einer wird ihn treffen.
Ja, und einer sitzt da auch. Aber die Tirpitz, die toppt er wiederum weg. Sehr schön. Also jetzt geht's hier rund. Schlag auf Schlag, kann man so sagen. Kann sich leider gerade nicht heilen. Muss da jetzt vor der Friedrich der Großen nochmal ein bisschen wegkommen. Auch bis die Tops wieder ready sind auf der Seite, dauert es noch 29 Sekunden. Das ist noch ein Stück. Allerdings Friedrich der Große aimt nicht auf ihn. Das ist schon mal angenehm, dass er so ein bisschen eine Verschnaufspause vom Damage bekommt. Auch schöne Analogie der Wörter. So, Tops 10 Sekunden ready. Und er will der jetzt auch reinhalten. So, die Tops hat er. Vielleicht dreht er jetzt noch weiter. Kann sich jetzt auch wieder heilen. Macht es auch sofort. Ja, die Tops, die kommen gut. Friedrich der Große, glaube ich, hat hier keine Chance. Und hier auch, was eine Überzahl an Schiffen mittlerweile auf seiner Seite des Teams. Ja, 18.000 Schaden. Da kann er jetzt nochmal... Ja, ihr wollt nochmal welche draußen, den 60, aber... Ach, scheißegal. Bis die ankommen, ist das Thema eh hier durch. Ja, und damit 6:6 der Schiffe. Gegner capt gerade B. Also sie sind ticketmäßig wahnsinnig in Führung, aber das heißt noch gar nichts in der Runde. Da kann noch einiges passieren. Atago jetzt hier auch nah dran, kann ihn jetzt also sehen oder sie und auch da sofort die Schüsse raus. Unterstützer hat er sich geholt, leider keine Zitadelle, 148.000 Schaden, aber mittlerweile schon auf dem Zähler. Also da ist doch einiges mittlerweile nach oben gegangen. Atago ist da weg, jetzt noch die Kneise und die Edinburgh. Hier die Torpedos hat er gut vorhergeahnt, denn in die fährt er da jetzt nicht rein. Und auch die nächsten Torps, da muss er aufpassen. Ganz, ganz, ganz viele Torps im Wasser und alle, die ihn hier ein bisschen auf den Kicker haben. Komm Junge, mach die Edinburgh Wreck. Sehr schön. Zitadelle, Edinburgh Wreck. Der Torp, der trifft. Ah, da hat er, das hat er ein bisschen schlecht gemacht. Die hat er schon so lange gesehen. Da hat er meines Erachtens ein bisschen mehr sich darauf konzentrieren sollen. Und er holt sich auch gleich sogar noch den nächsten Torpedotreffer ab. Und der hat da Glück, dass der vorher ausläuft. Der Wahnsinn. Das ist mal ein Dusel. Aber es ist und bleibt ein Videospiel. Und auch da gehört einfach Glück mal dazu. So, Hipper weg. Jetzt ist er hier gegen die Kneisenau allein. 3 gegen 3. Sein Flugzeugträger ist auch noch am Start. So, die Kneisenau, die sollte jetzt gleich weg sein. Da vorne die Torps haben wir auch noch ein bisschen auf dem... Ja, auch die Torps saßen gut. Also jetzt hat er sich hier in eine angenehme Situation gespielt. Da ist die eine weg und jetzt noch die Kneisenau. Das Schwesterschiff der Scharnhorst. Und auch da heißt Tschüss und Hallo Krake. 213.000 Schaden mittlerweile gemacht. Also da war er jetzt fleißig am Ende der Runde. Aber wir sehen, der Gegner, der hat sich dafür jetzt mittlerweile alle Caps geholt. Also sowohl A, B als auch gleich C in Gegnerhand. Also der Gegner hat vielleicht sein Team so von den Schiffen her ein bisschen da im Stich gelassen. Aber die Zeit hat er genutzt, um sich wenigstens die Caps zu holen. Und auch wenn sie nur noch 45 brauchen, aber ohne Cap tickt halt da nichts weiter.
Der Wirbelsturm jetzt wieder auf 10 Kilometer, also langsam verzieht sich der dann mal dementsprechend. Und da ist schon die Monarch jetzt zu sehen. Die Reichweite jetzt mit 13 Kilometer und 90 Kilometer Wirbelsturm spielt jetzt keine Rolle mehr. Jetzt geht es nur noch für die Monarch und dann sollte sich das Thema gleich erledigt haben. Sein Flugzeugträger hat scheinbar, glaube ich, nicht so gut zur Geltung kommen können, wie er sich hat gewünscht. Aber, naja, kann ja nicht immer alles klappen. Und jetzt sollte es mit der Monarch sich wirklich dann gleich erledigt haben. Ist aber standfester für ihre 8000 Hitpoints, als man erwarten könnte. Er lädt jetzt auf jeden Fall auch mal HE, weil klar, mit dem Winkel ist es einfach angenehmer und schöner. Und man macht wenigstens ganze 1500 Schaden. So, jetzt schickt er ein paar Begrüßungstorps vielleicht noch rüber. Und ich kann mich schon mal verabschieden, denn die Runde ist gleich so gut wie beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen mit der Scharnhorst. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.